He-Man, Karl der Macht! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. Orko, die Sonne ist so grell. Das ist seltsam. Sie steht noch an derselben Stelle wie am Anfang des Spiels. Du hast recht. Die Wolken haben sich auch nicht bewegt. Das müsste doch schon längst Zeit zum Essen sein. Es ist immer noch 10 Uhr, genauso spät wie bei Spielbeginn. Vielleicht ist deine Uhr stehen geblieben. Das kann sein, Orko. Aber diese Uhr hier steht auch. Das kleine Schläfchen von eben. Zählt dann auch gar nicht. Ich werd's noch mal versuchen. Hier geschieht irgendetwas Merkwürdiges. Als ob die Zeit stillsteht. Hilfe! Was war das? Hilfe! Da ist jemand in Not. Kommt mit! Muss ich auch mit? Ich komme nicht weit genug hinunter. Dann wird es höchste Zeit für He-Man. Genau das hatte ich befürchtet. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Komm, an die Arbeit! Ich lähme ihn mit einem Laserstrahl. Tina, warte! He-Man! Der Holefair tut dir nichts. Er hat nur vor etwas Angst. Holefairs haben ein gutes Zeitgefühl. Er spürt, dass etwas nicht stimmt und hat Angst. Komm, mein großer Freund. Wir finden gemeinsam den Weg hier raus. So, du bist zu Hause. Und jetzt werde ich Teela und das Mädchen befreien. Es ist mir eine Ehre, von He-Man gerettet worden zu sein. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin Prinzessin Cathay. Prinzessin? Prinzessin? Ja, ich bin die Tochter des Kaisers von Simba. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Folgt uns bitte in den Palast. Mit großem Vergnügen. Gastfreundschaft ist wirklich das größte Geschenk, das man bekommen kann. Teela bringt euch sicher in den Palast. Komm, Battle Cat. Prinzessin, macht mir die Freude und seid unser Gast. Ich würde mich auch freuen. Eure Majestäten sind sehr großzügig. Aber ich habe eine Mission für meinen Vater, den Kaiser, auszuführen. Könnt ihr nicht bleiben? Ich zaubere für euch. Das würde ich gerne, Orko. Aber ich kann nicht. Ich muss meine Reise zum Berg der Stunden fortsetzen. Wohnt in dem Berg nicht der Hüter der Zeit? Ja,
Er und mein Vater, der Kaiser, sind von einem bösen Zauberer gefangen genommen worden, von Hexon. Ah, dann hat also Hexon die Zeit angehalten. Aber wenn die Zeit stillsteht, wieso können wir uns dann bewegen? Er hat die letzte Sekunde einer Stunde genommen, sie geteilt und immer wieder geteilt und so weiter. Deshalb wird die letzte Sekunde ewig dauern. Oder bis er bekommt, was er will. Unser Reich. Aber was hat er davon, wenn er die Zeit anhält? Es steht geschrieben, dass der Kaiser am ersten Tag des Frühlings vor dem Hohen Rat der Jahreszeiten erscheinen muss, damit er für ein weiteres Jahr die Regierungserlaubnis bekommt. Und wenn die Zeit stillsteht, wird es niemals Frühling werden. So ist es. Die Felder können nicht abgeerntet werden und unser ganzes Reich oder sogar ganz Eternia geht unter. Die Sonne geht niemals unter. Kein Mond geht auf. Keine Sterne. Nichts ändert sich. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, Adam, du gehst zum Hohen Rat und warnst ihn vor Hexon. Teela, du wirst mit Orko die Prinzessin begleiten. Ich danke euch, aber bitte, wir müssen uns beeilen. Ich sorge mich sehr um meinen Vater. Seid nicht so verzweifelt, Prinzessin. Wir werden Hexon das Handwerk legen. So, jetzt sind fast alle Spuren der Zeit beseitigt. Und um ganz sicher zu gehen, dass auf Eternia keine Sekunde mehr vergehen kann, fort mit dir, hinaus! Zu den Sanddünen von Runhue. Nein, wenn du den Sand der Zeiten dorthin schickst, wie können wir ihn dann jemals wiederfinden? Er bleibt in all diesen Massen von Sand verschwunden. Richtig, früherer Hüter der Zeit. Die richtigen Sandkörner könnte man nur mit meiner Zauberkraft wiederfinden. Nur dieses letzte kleine Sandkorn, diese letzte Sekunde, ist von der Zeit übrig geblieben. Die Zeit selbst halte ich gefangen, bis ich Kaiser von Sinbar bin. Und sie wird immer mir gehören. Wir sind Dark Ranger. In diesem Tempel tagt der Rat der Jahreszeiten. Geh schon mal vor, Adam. Tut mir leid, alter Freund. Wir beide haben einen Auftrag. Oh, wieso sagst du immer wir? Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Wir sitzen in der Klemme. Hier sind wir. Frau Frühling, Fräulein Sommer, Graf Herbst und Herr Winter. Was sollen wir nur tun? Ach, es hat doch keinen Sinn, Frau Frühling. Sie können die Blüten der Blume nicht mehr rechtzeitig öffnen. Es wird nie wieder Frühling werden. Das werden wir ja sehen. Das ist He-Man. Der Zauberer Hexon hat die Zeit angehalten. Er wird hierher kommen, um Kaiser von Sinbar zu werden. Kann ich das verhindern? Ja, aber das ist nicht einfach. Du musst auf jeden Fall verhindern, dass Hexon hierher kommt. Wenn dir das nicht gelingt, musst du unbedingt die Zeit wieder in Gang bringen. Aber außerdem muss der Kaiser rechtzeitig hier erscheinen, sonst verliert er sein Reich. So lautet das Gesetz. Wir können es nicht ändern. Ich habe verstanden. Komm, Battlecat. Man wird uns helfen. Du wirst sehen. Du irrst dich. Niemand wird es wagen, mich herauszufordern. Aber vorsichtshalber werde ich nachsehen, was draußen vorgeht. Ah, Prinzessin Cathy und ein paar Freunde. Sie sehen harmlos aus, aber um ganz sicher zu gehen, werde ich eine Begrüßung vorbereiten, wie sie einer Prinzessin würdig ist. Wir sind gleich da. Irrtum, das habt ihr euch so gedacht. Hexon! Das ist ein Fall für meinen Laserstrahl. Na gut, jetzt reicht's. Büßen musst du, Bösewicht. Zauberer, entferne dich. Oh, hüte dich, du Zwerg. Mein Zauber ist stärker als deiner.
Wir sind gefangen. Jetzt können wir meinen Vater nicht mehr befreien. Es tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann, aber ich muss jetzt den Thron von Simba übernehmen. Wir sind gleich da, Battlecat. Das ist der Berg. He-Man! Er will zum Berg der Stunden. Das muss ich verhindern, sonst befreit er den Kaiser noch. Verschwinde, He-Man! Du hast keine Chance gegen meine Zauberkräfte! An deiner Stelle wäre ich da nicht so sicher. Ich werde verhindern, dass du vor dem Rat der Jahreszeiten erscheinst. Das wird dir ebenso wenig gelingen wie der Prinzessin und ihren Freunden. Sie sind meine Gäste und können keinerlei Schaden anrichten. Na, dann sollten wir mal sehen, ob wir vielleicht ein wenig Schaden anrichten können. Ja. Auf Wiedersehen, He-Man! Dein letztes Stündlein hat geschlagen, obwohl die Uhren stillstehen. Dafür wird mein elektrischer Freund hier sorgen. Ich nehme an, du brauchst einen Blitzableiter. So etwas nennt man wohl eine Kurzschlusshandlung. Komm, Battlecat! Tila, sieh nur! Da ist He-Man! Tila, du hast deinen Garten anscheinend ein bisschen verwildern lassen. Die hab ich nicht gepflanzt. Das war Hexon. Er wollte uns daran hindern, den Kaiser aus seinem Gefängnis zu befreien. Ich kann fliegen, aber die Ranken sind zu glitschig für Tila und Cathay. Das Problem werde ich gleich lösen. Ein bisschen trockener Sand und die Ranken sind nicht mehr glitschig. Oh. Jetzt kann man bequem hochklettern. Bitte. Nach euch, Prinzessin. Du bleibst hier, Battlecat, falls es Ärger gibt. Ja, ist gut, He-Man. Immer weiter, Prinzessin. Gleich ist es geschafft. Nicht nach unten sehen. Ich rutsche ab. Nicht so hastig. Ich verdanke dir schon wieder mein Leben, He-Man. Wie kann ich dir das jemals vergelten? Ihr seid gerettet, Prinzessin. Das ist die Hauptsache. Das werde ich nie vergessen, He-Man. Wer immer bereit ist, anderen zu helfen, der wird niemals in Vergessenheit geraten. He-Man, Tila hat das Tor erreicht. Dann kommt. Das Tor ist verriegelt. Jetzt nicht mehr. Hilfe! 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 Da drüben! Mein Vater! Oh, meine Tochter, du hast zur rechten Zeit Hilfe gebracht. Sie sind in ein Kraftfeld eingeschlossen. Wie können wir sie befreien? Nur auf eine Art. Hexon bedient sich der Macht des Bösen. Mein Schwert dient nur dem Guten. Wir werden sehen, was stärker ist. Wenn ich stark genug daran ziehe... Seht, er hat es geschafft. Beeilt euch, ich kann es nicht mehr lange halten. Vater, geht es dir gut? Mir geht es gut, aber jetzt musst du so schnell es geht den Sand der Zeit zurückholen, He-Man. Sag mir, Hüter der Zeit, wo ist der Sand? Hexon hat den Sand der Zeit mit dem Sand der Dünen von Ranjur vermischt. Ohne den Sand läuft die Zeit nicht weiter. Gut, ich werde diesen Sand zurückholen. Tila, du bringst den Kaiser zum Rat der Jahreszeiten. Hexon ist vermutlich schon dort. Ich hoffe nur, dass es noch nicht zu spät ist. Und deshalb, ehrwürdiger Rat der Jahreszeiten, müsst ihr mich jetzt zum neuen Kaiser von Simba ausrufen. Wir müssen über deinen Antrag beraten, Hexon. Nur noch ein paar Minuten Geduld. Tut mir leid, Frau Frühling, die Zeit ist abgelaufen. Nein, das ist sie nicht.
Rat der Jahreszeiten, hier ist der Kaiser. Ach, das bedeutet gar nichts. Er muss bis zum ersten Frühlingstag warten, um seine Ansprüche anzumelden. Und der Frühling wird kommen, denn He-Man hat sich auf den Weg gemacht, um den Sand der Zeit zu holen. So, das werden wir ja noch sehen, Prinzessin. He-Man wird mir diesmal nicht in die Quere kommen. Ich muss He-Man helfen. Zauberpuder, mach dich breit. Führe uns zum Sand der Zeit. Komisch, nichts passiert. Ach, das ist wohl magisches Niespulver. Die Suche kann ja ewig dauern. Und dabei läuft uns die Zeit davon. Das ist wirklich sehr komisch. Nicht schlecht, He-Man! Aber jetzt pass auf! Ich bin zum Kampf bereit, Hexon! Und ich auch! Du suchst doch den Sand der Zeit, He-Man! Ich werde dir bei der Suche behilflich sein! Komm, Sand der Zeit! Erheb dich fein! He-Man soll dein Gefangener sein! Da wird He-Man bestimmt nicht mehr herauskommen. Was soll denn das werden? Ich wollte dich nur ein bisschen abkühlen. Das wirst du bereuen, Zwerg. He-Man! Orko, das hier, das ist der Sand der Zeit. Ich hab eine Idee. Pass auf! Ich hol dich da raus, He-Man. Na warte, du kleine magische Pest. Nicht die Ruhe verlieren, Hexon. Du kannst nicht mal ahnen, wie es ist, wenn ich meine Ruhe verliere, aber du wirst es gleich sehen. Erhebe dich, o Sand der Zeit, mach für den Nächsten dich bereit. Ich wette, du kriegst mich nicht, Lamme Ente, du kriegst mich doch nicht, Edge. Na, was hat er denn vor? Ich will, dass der Sandwirbel ihm folgt. Dann schnappst du, Hexon. Wir sind frei! Und da ist Hexon! Tut mir leid, dass ich dir ein bisschen wehtun muss, Hexon. Aber ich fürchte, du machst gleich eine harte Landung. Ich muss zum Rat der Jahreszeiten. Je höher man aufsteigt, desto tiefer fällt man. Na, dann werde ich den Herrn Zauberer mal einsammeln. Kann ich dich ein Stück mitnehmen? Na also, den hätten wir. Eine Packung Zauberer. Danke. Wo ist eigentlich Orko? Was machst du denn in dem Glas? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Ich lass dich sofort raus. Und jetzt bringen wir den Sand der Zeit zu seinem Hüter zurück. Ich bin gleich fertig, He-Man. Es ist soweit. Die Zeit läuft schon wieder weiter. Dank meines neuen Helfers. Beeil dich, Hexon. Du musst noch ein paar Uhren stellen. Wenn er hier fertig ist, wird man ihn abholen. Er wird jetzt für die Zeit arbeiten. Und das wird sehr lange dauern. Kommt jetzt, Battlecat und Orko. Der Rat tritt gleich zusammen. Ja, He-Man! Es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit meinem Vater, dem Kaiser, hier sein zu dürfen. Bitte, tretet vor, Majestät. Was habt ihr, Majestät? Ich warte nur noch auf He-Man. Bei uns ist Freundschaft die oberste aller Tugenden. Majestät, hier bin ich und ich bringe gute Nachricht. Der Sand der Zeit rinnt wieder durch das Glas. Und Hexon? Naja, der hat jetzt für eine ganze Weile eine sinnvolle Beschäftigung. Ehrwürdiger Rat der Jahreszeiten. Ich, Kaiser Katar, bitte höflichst um die Erlaubnis, Simba weiter regieren zu dürfen. Wir wissen, dass ihr ein guter und edler Herrscher seid. Eure Bitte sei euch gewährt.
Oh, was ist los? Ist der Frühling schon vorbei? Er hat gerade erst begonnen, Herr Winter, dank der Hilfe von He-Man. Nein, Frau Frühling. Dank der Hilfe eines tapferen Mädchens, das sein Leben für seinen Vater riskiert hat. Aber Cassie, du hattest doch keine Angst. Ich war ja bei dir. Ich hatte zuerst wirklich Angst vor Hexons Zauberkünsten, Orko. Aber eines ist viel, viel stärker als jede Furcht. Und zwar die Liebe, die man von seinen Eltern bekommt. Die hilft einem, alles durchzustehen. Cathy, ich finde, das habt ihr sehr schön gesagt. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was geschieht, wenn die Zeit stillsteht? Alle Blumen und Pflanzen könnten sich niemals zu voller Größe entwickeln. Auch ihr würdet nicht wachsen. Die Zeit ist für alle etwas Wichtiges. Für Pflanzen, Tiere und für euch. Während des Wachstums lernt ihr. Durch das Lernen verändert und entwickelt ihr euch weiter und diese Entwicklung bestimmt eure Zukunft. Die Zeit ist unser Freund. Ihr solltet sie also sinnvoll nutzen, denn dann könnt ihr euch an allem erfreuen, was euch das Leben zu bieten hat.